Ah ja, Gott sei Dank, endlich geschafft, ey. Alter, schaut mal die Karte aus. Finally, bitch. When you gonna learn how to move something? I'll show you how to move something, nigga. Oh shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Was ist das? Also muss ich das Fahndungslevel abstellen oder wie? Okay. Dann schauen wir mal, ob wir das Fahndungslevel abschalten. Hab mich kein Schwein gesehen, Alter. Perfekt eingeparkt. Wie dumm das ist. Oben rechts war wahrscheinlich auch keine gute Idee, weil ich schätze mal, das Fahndungslevel ist oben rechts. Oh, die bunte Schule hinter mir her. Hilfe. Funktioniert das, wenn ich mich jetzt hier reinstelle? Nein, funktioniert nicht. Hoffentlich fahre ich jetzt dann in der Sackgasse. Nein. Was ist denn das? Wieso konnte ich das Auto umdrehen? Oh Mist. Was war denn das jetzt bitte? Na klasse. Wie jetzt? Alter, jetzt mal richtig Gummi geben. Auto. Mist. Ich glaube, ich werde wahnsinnig, Alter. Was ist denn das für eine Steuerung? Alter! Wieso kann ich das Auto umdrehen? Ich bin auch sehr bemüht gerade. Ich
Weißt du die? Hat die gerade weißt du die gesagt? Racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this. When he reel him in, he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy. Okay. Und was geht jetzt ab? Alter, habe ich die Karre zerlegt. Alter, schau dir das mal an. Die Reifen sind gar nicht mehr gerade, Mann. Steig in dein Auto. Also in das hier, David. Nee. Ach, das hier ist mein Auto, David. I'm gonna knock a bad, grown, and sexy bitch if I ain't got a fat peas eye. Who you trying to impress? Your auntie Denise with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my way. Es scheint sich auch hier das Auto ein bisschen anders zu fahren, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Weil ich es kann. Kann ich da hochklettern? Nee, offenbar nicht. Mist, ich muss außen rum. Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Oh. Das ist jetzt ganz so wiederholt, wie er es gerade gesagt hat. Aber wenn ich das mache, dann heißt es wieder Rassist. Und nur weil die Ausdrucksweise so geil fand gerade. Okay, baby. I see what the thing you hear. I was on the phone, boy. Don't be listening. Gosh damn freeloader. Mhm. Ah ja, Achtung. Auf dem Speicherplatz für das automatische Speichern befindet sich
Der Standard Autospeicher Prolog. Gespeichert. Willst du dieses Daten? Ja, will ich. Bestanden. Franklin und Lama. Aha. Und Turntables, okay. Habe ich übrigens auch welche zu Hause rumliegen. Und jetzt kann ich frei rumlaufen, oder wie? Was ich gerade nicht ganz raffe. Erst mal das erste, was wir machen müssen, natürlich, ne? Alter. Junge, jetzt schuldest du mir dein Auto. Wie mache ich das jetzt? Fahren wir erstmal eine Runde rum. Ja, super. Wie mache ich denn das jetzt? Muss ich dafür jetzt extra aussteigen oder was? Hä, wie geht denn ins blöde Telefon? Alter, als ob. Alter, was ist das für eine Steuerung? Wenn ich Leertaste drücke, dann müsste der viel mehr ins Schleudern geraten. Jetzt geht's, hä? Oh je. Yeah. Das ist übrigens eines der Sachen, die mich am meisten gestört haben an GTA, an den neueren Teilen. Die Steuerung beim Auto. Das war früher viel schöner. Alter, ist das ein Muster? Nee, ist keine. Schade. Aber ist ein schönes Auto. Ach ja. Und der Charakter kann anscheinend mit dem Gaspedal umgehen, weil jedes Mal, wenn man aufs Gas tritt, erstmal der Reifen durchdreht. Hä? Kann ich keine rennen? Doch jetzt, hä? Was war denn das? Sag bloß, der hat Ausdauer. So good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son.
But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, Lenovi? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us. What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Let's go to Vespucci. Magella now. And you still rolling with that old raggedy ass hair? Mm-hmm. Country bumpy shit is enough to get us shot right there. I never took you to ah, jetzt rennt er richtig, Alter. But now it's all starting to make sense. You drive. Yes, I drive. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vagos dude with the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no one. Ich würde das Radio gerne ausschalten, wenn ich ehrlich bin. Okay, man kann das aber anscheinend nicht ausschalten. Außer ich hab's jetzt übersehen in der Schnelle. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require a bunch of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. Das ist eigentlich eine gute Position, wenn er selber mitlenkt, aber dummerweise ist er viel zu niedrig. Psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. Fuck you get that from? That ain't my life, dummy. How about the boy with the eye? Warum fährt er direkt wieder los, Alter? Jetzt bleib halt mal stehen, du Sack. That was different. That dude had it coming. I don't want to clap my boy Interior either. I like homie. It's just smacks of the inevitable. Place your hand on my central solar. The bike should be in one of the lockups down here. Hä? Bleib mitten auf der Straße stehen, weißt? Repeat after me. I think this crazy motherfucker wants something. Hey, what's up, homie? You alright? No, wait, wait! Away from me! Work with sample agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Be cool, nigga. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Hmm. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Hast du sicher mal... Nee, ich pass mir jetzt einen Lauf, Mann. This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is a shady-ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We're on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. It's in one of these lockups. Was ist jetzt? You think these tattooed motherfuckers don't care? We got a pink slip. It got to be this other one. If
That wasn't it. Oh, nice. Man, it gotta be in here, man. Come on. My powers of deduction is telling me it's right there. Haben wir schon mal irgendwas zum Aufheben? Haben wir eine Schutzweste an? Man, ain't this about a bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Oh, shit. Oh, vamos. Fucking die. Right. Come on down, everybody. Come on down. Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Man, stop being a pussy, nigga, and grab that heat. Fuck, they must have heard some shit. Shit, on your left. Find your bitch ass and cover. Get out here, man. Shit about to get real. Get out, fool. You get DC'd up in the pen, nigga. Alter. Könnte ich ein wenig größeres Zielding haben? Na los, einsteigen. You crazy motherfucker. Why we have to pop all them feet? You was there too. Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Yeah, but you started this shit, stupid. This punk get away, we going down, homie. He gonna pin us for all these bodies. And whose fault is that, Mr. 80s action movie body count motherfucker? Don't play the blame game. Just get on this shit. Bewegt sich das Ziel da weg von uns? Man, you lost him already. That's a monster fucking bike you ride, stupid. Pop that fool. We need him on his ass so we can get what we came for. Motherfuckers getting away from him. That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh shit, Professor, you're right. Jesus Christ, ja. Shoot that motherfucker. Can meet me at the car wash on Innocence. All right, drive safe. Alter, was ist das für eine hässliche Kiste, ey?
Oh Mann. Motorrad muss man immer aufpassen, dass man nicht runterfliegt. Wobei ich in San Andreas echt nichts lieber gemacht habe, als einfach mit dem Chopper durch die Gegend zu heizen. Schön durch die Berge und so, dabei schön Country-Musik hören. Episch. Na gut. Ich weiß auch gar nicht, was ich gut erzählen soll. Man merkt, dass es schon wieder 3 Uhr ist. Ich denke, ich werde die Aufnahme jetzt dann auch gleich beenden, wenn die Quest rum ist. Und um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, ob ich es mir behalte, weil es ist direkt schon abgestürzt. Vorhin und noch viele andere Sachen. Das ist schon wieder Sache, die mich schon wieder tierisch aufregt. Und die Steuerung von den Autos ist auch sehr schwammig. Ich hätte lieber eine San Andreas-Steuerung. Allein, dass man hier die Kamera frei steuern kann, ist richtig nervig. Weil, wenn die wenigstens dann so bleiben würde, wie man sie eingestellt hat, und dann dem Fahrzeug folgen, okay, ja, dann könnte man damit leben. Aber so ist es halt nicht. Wow. Als ob der schneller war als ich. That's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Tja. Bestanden. Das ist dann da wohl meine Karre. Gehe ich von aus. Ja, das ist die von vorhin. Wieder komplett hergerichtet, nice. Story-Charaktere werden im Lauf der GTA-Story für die... Was? Also hatte ich recht, man kann hier wirklich mehrere Charaktere spielen. Ach nee, ne? Ah, ich weiß nicht, ob das so das Wahre für mich ist. Die San Andreas-Reihe war richtig, richtig geil. So ein San Andreas in Neuauflage wäre geil, würde mir gefallen. Richtig so mit der Steuerung von früher und alles. Im Prinzip eben einfach das Spiel von früher. Nur eben in Neuauflage, vielleicht mit ein paar neuen Stories und so. Und dann ein paar neuen Möglichkeiten. Ach was, man kann sogar die Steuerung von der Kamera wechseln. Wie früher. Na gut, eine Quest mache ich noch und dann höre ich auf. Okay, hier ist zu. Bin ich zur falschen Uhrzeit hier, oder was? Ach, da vorne. You're a racist. What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No, what are you talking about? Excuse me. Like that. Wait, that boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, das Spiel ist jetzt schon das zweite Mal abgestürzt innerhalb von einer Stunde und Alter, was zur Hölle ist es mit dem Spiel? Ich werde es mit ein paar Kumpels nochmal bequatschen, mit denen ich jetzt halt ab und zu mal rumhänge und wenn das wirklich öfter der Fall ist, dann werde ich das Spiel zurückgeben. Das ist ja wohl echt daneben. Dann bedanke ich mich schon fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Ciao. Ahem.